So, Freunde, weiter geht's. Brille runter. Gott sei Dank brauche ich beim Reden noch keine Brille, aber was ich zwischendurch brauche, ist Saft. Und zwar den wichtigsten Saft für den Körper. Reines, klares, pures Wasser ohne Zusätze von irgendwas. Frisch gefiltert, nicht osmotisch gefiltert, sondern so gefiltert, dass alles das, was drin sein sollte, drin ist. Also sogenanntes Zellwasser, was unser Körper direkt aufnehmen kann. Thema heute. Wisst ihr was? Ich bin gerade überlegen, gerade habe ich es in meinen Notizen nachgeschaut, was ich jetzt besprechen wollte und soll ich euch sagen. Ach, die Demenz klopft schon an die Tür. Späßchen beiseite. Nein, ich habe einfach viel getan heute schon. Deswegen bin ich jetzt gerade am Grübeln, was ich noch machen wollte. Stimmt. Es geht um das Thema Verletzungsgefahr im Krafttraining. Auch das ist immer wieder so bei vielen Thema. Weißt du, Andreas? Weißt du, also Krafttraining mache ich nicht so gern. Das ist nicht so meins, weil mir ist das einfach zu gefährlich. Ich kann mich da so verletzen und wenn ich mir dann da so wehtue, das mache ich nicht so gern. Das ist nicht so gut, das Krafttraining. Vor allem, ich bin jetzt auch schon über 40 und da muss man sowieso vorsichtig sein, weil wenn man sich dann verletzt und dann kann man nicht mehr und dann dauert es zu lang und bla, bla, bla. Erstens mal ist Krafttraining mitunter eins der Sportarten, wo man sich am wenigsten verletzen kann. Natürlich, wenn man es richtig macht. Warum? Pass auf, es gibt dynamische Sportarten wie Fußball, Handball, Volleyball. Da habe ich viele Patienten hier, die jahrelang trainieren und nebenher Fußball spielen, dann kommen sie, oh, ich Bänder gerissen, ah, oh, Fußgelenk, Bänder überdehnt, ah, oh, Meniskus ab, ah, oh, Muskelfaserriss. So viele Verletzungen, die bei dynamischen Sportarten entstehen können, entstehen in der Regel im Kraftsport nicht. Warum? Weil bei dynamischen Belastungen und auch in der Gruppe sind einfach öfters oder oftmals viel größere Kräfte am Werk, die am Körper zerren und reißen und für das der Körper oftmals nicht ausgelegt ist. So, deswegen ist es völliger Unsinn zu behaupten, dass Kraftsport das Risiko von Verletzungen viel größer ist wie bei anderen Sportarten. Das stimmt so nicht, sondern es ist genau das Gegenteil. Das Gegenteil ist hier der Fall. Und jetzt ist es ganz wichtig, überhaupt mal zu überprüfen, warum entstehen denn Verletzungen? Bei dynamischen Sportarten ist es so, dass natürlich in der Dynamik Bewegungen gemacht werden, die definitiv oftmals nicht bewusst mehr kontrolliert werden können. Du siehst zwei Leute rennen und der eine schlägt einen Haken, verdreht sich den Fuß, bleibt mit der Stollen im Rasen hängen und das Band ist überdehnt. Der andere rennt, der nächste steht auf dem Fuß drauf, will weiter rennen, Bänder überdehnt. Der nächste springt hoch, springt ihm ins Knie, Meniskus am Arsch. So, das sind schon mal Dinge, die natürlich im Kraftsport nicht vorkommen können, weil da diese Dynamik in der Regel da ist. Das heißt jetzt nicht umkehrschluss, ihr Lieben, daraus, die Fußball spielen, Volleyball, Handball spielen, dass ihr es nicht mehr machen sollt. Das ist nur einmal klargestellt, wo welches Risiko besteht. Um das geht es mir. Ich spiele auch gern Sportarten. Tischtennis, Squash, ich spiele auch mal gerne Fußball, ich spiele auch mal gerne Basketball, ich spiele auch mal gerne Volleyball. Das sind alles Sachen, die machen mir auch Spaß. Aber einfach mal darstellen, wo ist ein größeres Risiko? Und in dynamischen Bewegungen, die nicht kontrolliert werden können, sind die Belastungen wesentlich höher und die Verletzungsgefahr ist höher. Im Kraftsport gibt es auch Verletzungen, die passieren können. Aber hier ist es was, weil der Mensch, der den Kraftsport ausführt, diese Übungen falsch macht. In der Dynamik, beim dynamischen Laufen, in der Aktion, da muss man blitzschnell reagieren. Blitzschnell. Und da ist manche Bewegung einem nicht kontrollierbar. Im Kraftsport. Das ist ja das Tolle. Kann man alle Bewegungen kontrollieren? Und jetzt ist die große Frage, wie entsteht im Regelfall eine Verletzung im Kraftsport? In den meisten Fällen entsteht eine Verletzung im Kraftsport, weil derjenige, der den Kraftsport ausführt, zum Beispiel zu hohe Gewichte benutzt. Er benutzt ein Gewicht, das nicht für ihn gedacht ist, weil er es nicht sicher bewegen kann. Zweitens, er bewegt das Gewicht zu schnell. Drittens, er bewegt das Gewicht im konzentrischen Bereich exklusiv, unkontrolliert, nicht kontrolliert. Viertens, er lässt den exzentrischen Bewegungsablauf völlig außer Acht. Das heißt, wenn er zum Beispiel eine Kniebeuge runtergeht, lässt er sich einfach runterplatzen.
Warum? Weil er denkt, ja, exzentrischer Weg, das brauche ich nicht. Nur den konzentrischen Weg. Bewegungsablauf im exzentrischen Bewegungsablauf. Zu schnell nach unten fallen lassen und gleich wieder mit Umkehrschwung nach oben. Kniegelenk überlastet, Bänder überdehnt, Sehnen laufend gedehnt, Knieschmerzen oder den Meniskus gequetscht. Ja, dann ist aber nicht der Kraftsport dran schuld. Sondern derjenige, der es ausgeführt hat, der entweder die Regel missachtet hat, ohne Umkehrschwung zu arbeiten, die Regel missachtet hat, den Zielmuskelfokus außer Acht gelassen hat, der vergessen hat, dass man einen konzentrischen Bewegungsablauf in 1, 2 bis 3 Sekunden, exzentrischen 2 bis 3 Sekunden ausführt, am Umkehrpunkt immer anhält, derjenige, der vergessen hat, dass das Gewicht viel zu hoch für ihn ist, weil er vor lauter Ehrgeiz und Ego jemand anders was beweisen wollte. Also es liegt dann nicht am Kraftsport, sondern es liegt dann tatsächlich an demjenigen, der einen Fehler gemacht hat. Bei einer dynamischen Sportart entsteht ein Fehler durch die Dynamik, weil es nicht kontrollierbar ist. Weil der andere Gegner zum Beispiel nicht kontrollierbar ist, weil der was macht, was wir nicht kontrollieren können. Aber im Kraftsport haben wir die Möglichkeit, alles das, was wir tun, zu kontrollieren. Und da ist es dann auch ganz bewusst ein einfacher Fehler, was Menschen dazu führt, dass sie sich verletzen. Kraftsport ist die häufigste Variante, zu großes Gewicht benutzt. Die zweite Variante ist mit Umkehrschwung gearbeitet. Das Gewicht runterfallen lassen und gleich wieder nach oben geschoben. Also ihr könnt euch vorstellen, macht Kniebeuge, okay. Ihr habt 100 Kilo auf dem Rücken, dann lasst euch runterfallen, nach unten und gleich wieder hoch. Die Knie gehen nach außen, die Füße verdrehen sich und unten am Umkehrpunkt sind es keine 100 Kilo mehr, sondern es sind am Umkehrpunkt 150, 160, 170 der Schwungbelastung. Ja, durch diesen Umkehrpunkt, durch diesen Trampolineffekt, hat man auf einmal viel mehr Last an den Gelenken, an den Bändern, an den Sehnen, wie wenn man es sauber, korrekt, ohne Umkehrschwung ausführen würde. Also kann man das minimieren, das kann man rausnehmen. Zu hohes Gewicht, zu dynamische Belastung, Umkehrschwung. Jetzt kommt noch was. Wenn Menschen mit Zielmuskelfokus arbeiten, das heißt bewusst kontrollierte Bewegung machen, dann kommt der Ruck nicht vor. Der Umkehrschwung kommt in der Regel nicht vor und bewegt sich automatisch langsam. Warum? Weil man die Bewegung über sein Gehirn ganz knallhart steuert. Und schon ist die mechanische Belastung an den Gelenken, an den Sehnen und an den Bändern geringer. Der passive Anteil, also nicht der Muskel, sondern auch in den Gelenken, die Menisken, werden weniger gestaucht, weniger mechanische Belastung. Und das führt dazu, dass eben die Verletzungsgefahr sinkt. Somit ganz klarer Vorteil im Krafttraining. Wenn man diese Regeln einhält, kann man im Krafttraining fast jede Verletzung vermeiden. Manchmal kommt es vor, dass auch im Krafttraining die Gehirnleistung nachlässt, wenn man komplett erschöpft ist. Und dann passieren auch wieder Fehler. Warum? Weil das Gehirn nicht mehr die Leistung bringt, die Bewegung zu kontrollieren. Dann passieren Fehler und dann können Verletzungen passieren. Und die Verletzungen können auch böse sein. Vom Muskelfaser über kompletten Abriss der Muskelfasern, über auch selten, aber sie kommen vor, Bandscheibenvorfälle. Einfach falsche Technik, zu großes Gewicht beim Heben, beim Drücken, beim Schieben. Nichtsdestotrotz nichts vergessen, immer dann, wenn Dynamik ins Spiel kommt, wenn Gruppenmotivation ins Spiel kommt, wenn der Ego ins Spiel kommt, wenn das Männliche Imponiergehabe dazu kommt, dann passieren oftmals Fehler, die vermeidbar sind. Und dafür ist nicht der Sport zuständig, dafür ist die Person zuständig. Bei dynamischen Sportarten, bei 22 Mann, die auf dem Platz rumrennen, die das nicht jeden Tag machen, sind oftmals Fehlbelastungen vorprogrammiert, weil sie eben sehr schnell, blitzschnell, dynamisch ausgeführt werden. Und da entstehen immer die größeren mechanischen Belastungen. Und immer hier ist die Verletzungsgefahr wesentlich höher. Ich trainiere jetzt selber schon seit über 30 Jahren und hatte bis dato noch nie eine Verletzung. Wenn ich eine Verletzung gehabt habe, dann war es vom Mountainbike. Und was sagt uns das? Richtig. Zu hohe dynamische Belastung, nicht zu kontrollieren und schon macht es Peng und hier Handgelenk gebrochen. Vorderbremse gezogen, auf dem Sand, runtergefallen, mit der Hand abgestützt, über die Hand drüber, gebrochen. Hier eine Smith-Fraktur. Ist das Smith? Was ist das? Ich weiß nicht, wie sie heißt. Da war das Wadenbein ab, Downhill gefahren das erste Mal.
energetisch schon leer gewesen, noch eine Runde gefahren. Das Gehirn konnte nicht mehr die Bewegung kontrollieren, konnte nicht mehr richtig reagieren. Peng hat es gemacht, auf die Fresse geflogen, gebrochen. Ist mir beim Bodybuilding, beim Kraftsport, beim Fitnesssport noch nie passiert. Also Freunde, was ich euch damit mitgeben möchte, ihr müsst keine Angst haben vom Krafttraining, vom Fitnesstraining, vom Bodybuilding. Auch nicht vor Freihandelübungen. Geht einfach her, beherzigt diese Regeln, was ich euch mitgegeben habe. Ohne Umkehrschwung, nicht zu große Gewichte, Zielmuskel fokussiert, Bewegungsgeschwindigkeit kontrolliert, mit dem Hirn bei der Sache darauf geachtet, dass ihr einen stabilen Gehirnzuckerspiegel habt, denn dann könnt ihr natürlich auch dauerhaft diese Leistung erbringen und schon läuft das Ganze rund. So einfach kann es sein, Freunde. Das war es heute schon wieder zum Thema Verletzungsgefahr beim Kraftsport. Keine Angst davor. Es ist beim Kraftsport unwahrscheinlich, dass wenn du einigermaßen vernünftig agierst, dass du dich verletzen kannst. Und somit hast du ganz viel Spaß bei dieser Art von Sport, ihr Lieben. Das war's. Andreas Rienbacher, Mr. T aus Karlsruhe, wünscht euch viel Spaß bei allem, was ihr tut und natürlich ein verletzungsfreies Training.